combien de prisonniers sont passés par le camp? Entre 25 et 30 000. Tous les noms sont inscrits dans les registres du camp. Ils t'ont attrapé où? En allant en Suisse. On aurait dû passer par l'Italie. Tu me sors d'où ce livre? Le propriétaire. Ils l'ont abandonné derrière eux quand ils se sont enfuis. C'est qui, papa? Ça veut dire papa en persan. Ja, mein Perser gefunden. Woher wissen Sie, dass er ein echter Perser ist? Tja, das hat er gesagt. Natürlich hat er das. Und wenn er lügt? Was ist das? Baf, baf. Heißt Vater in meiner Sprache. Wie heißt die Hauptstadt von Persien? Teheran. Was heißt Mutter? Mutter. Hunter. Mehr als alles auf der Welt hasse ich Lügen. Ja. Wenn du lügst, dann wirst du das bereuen. Nach der Arbeit kommst du jeden Tag zu mir und bringst mir deine Sprache bei. Brot, Bratsch, Fleisch, Gank. Nach dem Krieg will ich nach Teheran. Ich möchte dort ein deutsches Restaurant helfen. Farsi ist eine schwere Sprache. Übersetzen wir diese 40 Wörter in Farsi. Das sind nur 39 Wörter. Schreib eins dazu. Welches? Wie wär's mit Wahrheit? Dieser Gefangene. Der betrügt sie. Ich bin censé inventer 40 Mots dans une langue que je ne connais pas. Mais les inventer, c'est pas le plus difficile. Mais les retenir après, c'est impossible. Brot. Raj. 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 Wie viele Wörter hast du bisher schon gelernt? 1500 Wörter. Lass uns sprechen. Ich habe ein Gedicht verfasst. Lom gat rundariach fab. Es hat mir sehr gefallen, Herr Hauptschirmführer. Sag Klaus zu mir. Wir würden ihn ja einfach umbringen. Was ist, wenn er abhaut? Ne, das hat noch keiner geschafft. Wo ist der? Gefangener Reza Djul! An seiner Stelle warst du bereit, mit diesem Haufen Namenloser zu sterben? Sie sind nur namenlos, weil du ihren Namen nicht kennst. Aber sie sind kein bisschen schlechter als du. Wenn nicht, so sind sie keine Mörder. Ich bin kein Mörder. Du sorgst dafür, dass die Mörder gut speisen. Ich bin nur müde. Wovon? Von der Angst.